Also ich höre immer so Lieder und die sind so cool und ich wünschte, ich hätte sie selber gemacht. Radio 3 Fahrt. I love my retro girl, she's so cute, I wanna stay with her. Der Juri ist live hier mit mir im Studio. Und wir beim Dreifach haben alle auf dem Teamabschnitt auf der Website einen Text oder ein Bild, wo uns beschreiben soll. Wenn du so einen Text schreiben müsstest, so einen ganz kurzen, simplen Text, was würdest du dort hineinschreiben, um dich zu beschreiben? Oh. Ich bin sehr verträumt. Wie würdest du deine Musik bezeichnen? Was ist so der Stil von deiner Musik? Ja, zuerst wollte ich so ein bisschen den Stil finden. Darum habe ich so ganz viele verschiedene Arten von Musik gemacht. Immer mit der Zeit habe ich immer mehr gesehen, was ich so machen wollte. Ich glaube, mit Trees habe ich schon so ein bisschen meinen Sound gefunden. Wo du mit Musik angefangen hast, was war so deine Hauptmotivation? Das frage ich mich oft, warum man Musik macht. Ich glaube, es gibt einem so ein mega schönes Gefühl, wenn man so seine eigene Musik hört. Weil man, also ich höre immer so Lieder und die sind so cool und ich wünschte, ich hätte sie selber gemacht. Und nachher, wenn ich meinen eigenen Sound mache und ich ihn auch selber gut finde, dann ist das wie so ein erfülltes Gefühl. Siehst du irgendeinen Musiker oder Artist als Vorbild für dein Leben? Man I Trust habe ich mega gern. Es sind drei Menschen aus Kanada, sind mega, machen alles selber, auch die Videoclips und ist immer mega schön. Ein Track ist mir recht rausgestochen und zwar Are You Dreaming? Ich habe gedacht, ich wollte das Album mit einem Traum anfangen, dass ich so langsam in die Traumwelt hineingehe, weil es oft auch so sehr psychedelisch ist. Dann habe ich so versucht, das Einschlafen und das Anfangen zu träumen so zu vertonen. Dann ist eigentlich das ganze Album einfach so ein Traum. Ja. Mega geil, dass du da warst. Hat mich mega gefreut. Ja, danke dir.